Der Robo wechselt bei seinem Besitzer und deshalb haben wir jetzt beschlossen, noch eine letzte Tour zu machen. Stromhauptschalter einschalten. Zündung geben. Und jetzt mit ein bisschen Gas starten. So, der Kamerad und Captain Matt kommt dazu, auch Abfahrtbereitschaft hergestellt. Gute. Abfahrtbereitschaft? Ja, alles gut. Hast dich warm angezogen? Ja. Notstromaggregat? Dabei. Und funzt das? Müssen wir ausprobieren, ich habe es noch nicht angemacht. Die Jungs kriegen das hin. So. Ist schön, dass du mir auch eins anbietest. Okay. Obwohl, ich hol mir. Ich hab nur eins. Ich hol. Was halten Sie von dem Ganzen hier? Ich denke, es wird schon werden. Okay. Würdest du hier ein bisschen... Ja, so. Drüben muss es eigentlich das gleiche Konstruktion, genau. So, lass mal so, nicht so fest, lass mal so, ja. Und drüben muss das gleiche Prinzip sein, dass es gerade so aufsitzt, ja. Und dann kann man das schön austarieren. Irgendwie habe ich so ein Recall, Pocket Bike mit Pulsorantrieb. So, da war kein Öl drin, hier ist schon zufallen. Hier war das. Anfänger. Amateure. Es läuft durch die Ansaugung raus. Ist ein bisschen blöd designt, aber ist so. Ich sag nur Pocket Bike. Ja, was ist Müll? Das qualmt jetzt erstmal ein bisschen, das ist normal. Mach mal, das muss so. Das wollen wir jetzt sehen. Deswegen wird der Holz nicht voll. Ja, eine Schütte wie die Weltmeister. Jack, was brauchst du denn für eine Hilfe? Der Schlafsack. Reißverschluss klemmt. So, und der Papa soll es richten, ja? Ja, weiß nicht, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen.
Ja. Joke. Ja. Ah, ah, einmal bezogen. Das Zigeunerlager. So, Robin, der Notfalltest. Einmal am Ende. Und ich würde es auch irgendwann wieder aufmachen, ne, übrigens. Naja, wenn es blau wird. Wenn es taub wird. Ja, das ist schon ordentlich. Ja, hey, Robin, kennen wir ja schon. Von den Modifikationen an der Carrera-Bahn. Hm. Aber was hat er gemacht mit seinem Extrembus? Los, komm, jetzt gucken wir mal. Ach, jetzt sieht es da drin aus wie so. Ist ja normal. Aber guck mal, hier eine komplette Küche reingemacht. Da ist die Laterne, eine Küche reingebaut mit Dunstabzugshaube und so weiter. Also, das wird sich demnächst leben lassen. Und hier ist es wieder. Hm. Das Pocket Bike. Das Fahrrad ist auch wieder das Fahrrad ist am Start mit dem Raketentriebwerk. Ja, mit dem Pulsotriebwerk. Mal gucken, ob es diesmal anspringt. Ja, mal gucken. Aber ich hab's noch nicht ausprobiert. Mein Geburtstag hat es ja nur ganz kurz mal gefunzt. Mhm, dann sind gleich die Ventile durchgeflogen. Aber ich habe auch neue Ventile dabei, falls die wieder sollen. Das müssen wir nur ansagen und das muss man vielleicht machen, wenn alle schlafen, dann werden die nämlich wieder schön wach. Mhm. Ich hoffe, dass das Lachgasventil alles mitmacht, weil das vorher mal durchgeflogen. Gucken wir dann. Ist halt schon relativ porös. Mal gucken, ob es das aushält. Alles klar. Ja, cool. Die Lasertag-Jungs erklären gerade ihren neuen Freundinnen, wie das funktioniert. Und da schauen wir noch mal, was sich noch so ergeben wird in dieser Nacht. Das ist so ein bisschen wie in der Mir hier oder wie im Space Lab, was du da hier so machst. Ja, das ist ein Raumschuh viel. Ja, ist so, ne? Wahnsinn. Wie findest du das, Tobi? Ja, sehr geil. Also, was Robin damit da das sag ich mal, hat, cheers. Du hast schon einen Hunter, oder was? Ja. Was Robin da wieder mit der Dunstabzugshaube gebaut hat, sehr, sehr geil. Es ist einfach funktioniert. Ihr seid unfassbar, ihr Jungs. Da macht er das, was er am besten kann. Feuer. Feuer. Und wie heißt es, das Feuer? Will geführt werden. Will geführt werden. Das ist der klassische Spruch. Wer hat es erfunden, wer kann es? Der Sascha. Da sind sie, die Wildschweine und die toten Kühe. Natürlich ist das heiß, Robin. Was hast du gedacht? Das ist Feuer. Was ist das mit dem Feuer? Das kann nicht abwarten. Das gibt es Feuer. Immer auf dem Gefahrenbereich. Wieder lässt sich das so bezahlen. Die große Akkus. Mach mal das Ding hier hoch und dann ist nämlich auch weniger Qualm da unten. Ja, der hat aber dann hier vorne nicht so warm gemacht, weil er hier schon weggezogen hat. Der Sascha kontrolliert das Feuer, das musst du wissen. Das Sascha ist fair für. Der Sascha kontrolliert das Feuer. Ja, die können weg hier.
40 cm, Mann. Jetzt gerade weg, oder? So, jetzt aber. Guck mal hier. Ich will es an. Das funzt. Sonst taugt das nix. So muss ein Rohr laufen hier. Ich bin der Meinung, so muss ein Rohr funzen. Morgen und wie geschlafen? Gut. Und schön Sauwetter hier. Bei dir hat es durch den Schlafsack geregnet. Ja, ich lag im Wasser. Ja. Ach, aus der Gegend, aus der Region natürlich. Stimmt's nicht? Wir können ja zwei Spiegeleier noch mal. Ne? Ja klar, wer möchte Spiegelei? Spiegelei? Jawohl. Was ist denn? Macht dir der Regen was aus? Zahnschmerzen noch? Macht möglichst bitte keine Brösel im Truck. Ich will den morgen verkaufen. Zu spät. Komm, das letzte Stück Kuchen kriegst du auch noch unter die Leute. Nimm ich. Ist schon weg, glaube ich. Der Jack nimmt's, okay. Jetzt kommt's. Kommt? Ja? Kommt so. Selbstverständlich kommt nichts. So, Robins berühmtes Raketenmotorrad wird gezündet gleich. Wie immer. Das Ding zündet quasi, das läuft nur kurz, das läuft eigentlich nie. Nee, es lief ja gerade nicht. Aber das läuft normal. 2, 1. Einmal Lachgas neu. So, jetzt haben wir 10 Bar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Es sprengt einfach nicht an.